Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Wir gehen wieder in die Welt. Eisenfarben coming. So, weil wir haben festgestellt, wir brauchen viel mehr Eisen. Und ich will halt jetzt nicht gleich unsere gute Diamantspitzhacke nutzen, die wir in der 14. Folge bekommen haben, beziehungsweise die Diamanten gefarmt haben und dann noch so lange gefarmt haben, dass wir unserem Glück drei Verzauberungsbuch bekommen haben. Und ja, die Eisenfarm machen wir jetzt hauptsächlich darum, um unseren Tool-Trader schnell hoch zu traden. Eigentlich müsste ich da fünf Dorfbewohner reinkutschieren. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Ich hoffe erstmal, dass das hier langt. Und ich hoffe mal, dass das nicht mehr so auftritt wie in der letzten Staffel, dass mir die Dorfbewohner dann die Trades nicht mehr quasi zurücksetzen, die geschlossen sind. Es wäre natürlich auch unschön, wenn das jetzt weiter so geht. Dann weiß ich wirklich nicht, woran es liegt. Brauche noch eine Kiste. So, und dann drei Hopper, bitte. Drei. Gut. Hier kommt dann die Kiste, die können wir jetzt quasi gleich hinsetzen. Und dann hier ein Hopper dran, da ein Hopper dran. Und später kommt dann hier noch ein Hopper dran, beziehungsweise hier. Das ist, spielt dann keine Rolle. Hauptsache, die zwei Hopper zeigen in die Kiste. Denn manchmal kann es passieren, dass hier eins eingedrückt wird vom Wasser oder hier drüben. Das werden wir dann sehen. Hier kommt dann auch die Hill-Station hin. Kommt dann einfach bloß ein Lava-Eimer hin. Und dann passt das schon. Und jetzt wird allerdings die Spannung draus, die Dorfbewohner hierher zu bekommen. Erst mit Mühe und Not eingefangen und jetzt will er sie wieder wegkutschieren. Zumindest wenn wir keine, welche haben, die keinen Beruf haben. Boot. Tut das Not, nimm das Boot. Aber anscheinend haben wir hier doch mit einem Vierer geschafft, das wieder zurückbekommen. Vier investiert, vier bekommen. Okay. Hatte ich das Boot abgebaut oder steht es noch hier drüben? Ich habe es anscheinend abgebaut. Die Frage ist, wohin getan? Da haben wir zumindest ein Jungle Boat. Da steht immer noch da der Wandering Trader. Schlimm. So, also ohne Beruf. Müsste man zwei haben, weil ich bei mir sieben und der hat keinen, der hat keinen. Gut. Problemo. Hab meine Zäune vergessen. Dass man die mit dem Boot dann doch bloß darüber kutschieren und dann Boot niedermähen und dann einfach bloß
Alter, komm, jetzt lass ich die Fackel da stehen, meine Güte. Langsechser. Ja, lang. Theoretisch langsam. Die dann da oben hochbreeden. Jo. Joho, ein mehr. Wir haben ein Blutsgeschäft gemacht. So, vielleicht tradet dann auch der Farmer irgendwann Kürbis oder Melonen. Weiß gerade gar nicht, ob der jetzt schon tradet Kürbismelonen. Gibt es Kürbismelonen? Nein, natürlich nicht, aber Kürbisse. Nice. So, jetzt brauche ich einen Unbekannten. Das nehme ich in die Hand. Oder auch nicht. Nehme ich es mal aus der Offense wieder raus. Alter. Okay, einer von euch beiden. Ihr muss jetzt da mal. Oh. Ja, die Freude mit den Dorfbewohnern. Dankeschön. So. Haben wir die Tür schon raus? Ja. Ab ins Wasser und dann rüber. Und dann hoffentlich findet er den Weg zu den Betten. Beziehungsweise dann sogar zu den Stationen. Arbeitsstationen. Ich kam nicht drauf. Warum kam ich nicht drauf? Ich weiß es nicht. Sonst wird es dann nämlich eine Freude, den wieder einzufangen. Komm, da oben. Muss ich dann wirklich so eine... Ich muss noch einen... bauen. Ein Komposter. Eine Arbeitsstation. Ich hätte auch meinen Crafting-Tisch nehmen können, den ich im Inventar habe. Müssen wir es halt auf den Weg probieren. Hallo. Oh, also ernsthaft. Wenn du jetzt schon so rummurst, habe ich jetzt schon keine Lust mehr, dich da hoch zu buxieren. Also, reiß dich mal gefälligst an Riemen und guck mal in die Kamera. Danke. Danke. Wenigstens dafür. Ich habe natürlich jetzt keine Bausteine mehr mit, sonst müsste ich sagen können, gut, dann machen wir es halt andersweitig. Nein, ich baue keine Schienen. Weil da müsste ich wieder gucken, dass ich an die Loren komme. Und nee, 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 einfach nee.
Jo, der ist groß. Okay, er hat schon mal seine Arbeitsstation angenommen. Warum tradet ihr jetzt Emeralds gegen Brote? Fühle mich langsam dadurch veräppelt. So, jetzt muss man hier ein bisschen. So machen, dass der jetzt auch dann hochlaufen könnte und dann sagt, oh, da ist meine Arbeitsstation. Da gehe ich jetzt mal hin. Natürlich wird es eine Freude, die wieder abzureißen, aber wenn wir uns gut schaffen, weil die müssen ja mindestens 5 Dorfbewohner sein, bevor es als Dorf anerkannt wird. Also von daher. So, jetzt kannst du nur noch da hochkommen. Schön. Danke. Wenigstens einmal hat geklappt. Das war jetzt eine Heidenarbeit, den da reinzubekommen, aber geht schon. Sagst du immer und dann, ja, ich beschwere mich gerne. Wenn wir uns hier nicht beschweren können, dann sind wir nicht wir. Wer war das? Ich komme für euch wieder. Keine Sorge. Frag nur den anderen. Dann könnt ihr wieder Liebe machen. Immer diese Spannung schaffe ich bis zum nächsten Sonnenuntergang. Oder warst du das? Katze. Und ich tätig an jener Katzenberger. Keine Sorge. So, und da oben kommt dann die Walls drumherum. Wo dann da drinnen dann die Eisengolems spawnen werden. So. Wie ich es mir schon denken konnte. Geh da hoch. Komm, folge mich. Warum ich halt ja auch noch. Jetzt lauf da rein. Schlimm mit denen. Meine Güte. Dorfbewohner.
Versteht euch jemand überhaupt? So. Siehst du das? Da oben. Da oben. Oder bist du so ein Nichtsnutz? Nee. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Komm mit jetzt. Oder kann ich den jetzt mit Kartoffeln lotsen? Locken, komm. Put, 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 put. Ja. Komm mit. Jetzt. Ich hol gleich einen Pfeil und Bogen raus. Komm mit. Komm mit. Hier lang. Ey, ich schau dich gleich. Okay, wir warten, bis es Nacht wird. Wenn nicht, hau ich dich. So, jetzt kannst du nicht weiter nichts anderes machen als hochgehen. Es wird eh gleich Nacht, das heißt, du musst ins Bett. Ich weiß, du schläfst auch. Das habe ich nämlich mitbekommen. Komm hochlaufen. Hier mal noch ein Stück. Ja, und bei denen weiß man nie so wirklich. Komm, lauf doch einfach mal hier hoch. Komm. Put, 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 put. Ich sehe es noch, komm. Irgendwann stehen hier dann noch die Zombies hier. Und eigentlich hier keine Fackel für euch setzen. Meine Güte. Komm jetzt hier hoch. Oh, ey, das ist heute ein Kampf mit dem. Das ist ja nicht mehr normal. Komm. Stück für Stück. Oh. Oh, das war jetzt hier eine schwere Geburt.
Ja, auch wenn jetzt hier ein paar von den runterploppen, ist mir gerade egal. Wir müssen jetzt erstmal hier den schönen gebauten Weg wieder abreißen. Nur weil der eine sich gedacht hatte, nein, ich will das nicht. Und am Ende ist er trotzdem freiwillig reingelaufen. Ist das schlimm oder ist das schlimm? Ja, das ist sehr schlimm. Zumindest finde ich das. Weil das jetzt hier fast eine halbe Folge gedauert hat, nur den einen freundlichen Wurfmonat da reinzubekommen. So, das heißt, wir brauchen mit unserem Sandstone Ofen. Nehmen wir gleich einen Wassereimer mit. Ein Bucket. Ich hatte doch irgendwo einen Milcheimer gehabt. Jetzt ist da Wasser drin. Also unsere Sandstein. Walls, da fehlen noch 5. 15, 13, 16. Ich habe mich übelst verzählt. Oder hatte ich gesagt, ich mache einen Steak und dann gucke ich. I don't know, I don't know. Aber auf jeden Fall müssen wir das dann hier ein bisschen ummodeln. Also so machen, dass wir hier rankommen. Das heißt, hier müssen wir mit Slabs arbeiten. Und halt den noch ein bisschen Futter geben. So, wir brauchen ja jetzt ein paar Schilder. Ja, einmal lang sogar schon, weil es müsste, oder brauchen wir mehr? Ich glaube, einmal müsste sogar lang. So, und dann können wir hier die Kiste noch aufmachen, genau. So, erstmal gleich hier die Ecken setzen. Hier kommt dann der Lava-Eimer hin. Also müssen wir hier ein Schild hin platzieren, hier ein Schild und hier ein Schild. Dann ist der Bereich quasi gelockt. Hier lassen wir noch offen, damit wir hier reinlaufen können. Beziehungsweise muss ich es so machen, dass man vielleicht doch die Seite eher so machen. Und hier dann halt nur ein Sandstein hin. Jetzt kommt der weg. Der Wassereimer, jetzt fließt das hier rüber. Wird er da Golem reingedrückt und zack. Wird er dann durchs gebrannt. So, wir brauchen jetzt einen Lavaeimer. Jetzt muss ich mal überlegen, hatten wir bis runter schon Lava gefunden? Ich weiß es gerade nicht. Das heißt, wir gehen mal runter. Vielleicht haben wir Lava gefunden, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nämlich nicht mehr.
Ich weiß, hier hat man nach Eisen gesucht und nicht so wirklich was gefunden, aber in der anderen Richtung haben wir dann auf jeden Fall was gefunden. Da. Nice. Und Gold. Nehmen wir doch gleich mit Glück mit. Aus 4 macht 6. Ja, Gold braucht, glaube ich, noch nicht so wirklich so. Gut dafür gedacht. Beim Kupfer ist das sehr hart im Wind. Ich glaube, da kann man bis aus einem Erz bis hin zu 24 oder 18 Roherz bekommen. Wir haben jetzt kein Kupfer hier drin. Ich probiere es nur mal spaßeshalber. Mit einem. 16. 16 aus einem. Also, natürlich, so kann man gut Eisen, Gold, Kupfer, Eisen farmen. Ja, ist okay, hören. Kupfer farmen. So, und dann können wir uns dann in den nächsten Folgen wirklich erstmal wieder um den Keller beschäftigen, ausheben und so. Und dann kann nämlich, wenn dann genügend Dorfbewohner sind, die dann auch wachsen. Ich mache mir jetzt mal Sandstone Slabs. Damit wir nicht da alles abarbeiten müssen. So, dann können wir die dann nämlich wegnehmen. Weil von hier komme ich ran. Ich dann sage, ich mache dann eh hier noch einen Slab hin. So, jetzt haben wir das erstmal. Autsch. Natürlich, wir müssen jetzt hier noch raufhüpfen, aber wir kommen ran und theoretisch gesehen müsste die auch laufen. Dann später können wir sagen, gut, wir machen noch eine Kiste dran und dann noch ein Hopper, zack, noch eine Kiste. Also Stück für Stück. So, das heißt, wir können uns jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen. Machen wir noch kurz, dass wir dann in der nächsten Folge wieder ordentlich ans Buddeln gehen können. Oder halt vorher noch ein paar Eisengolems da drüben klatschen. Slabs. Stimmt, Holzkohle wollten wir auch noch reinlegen. Und in der nächsten Folge machen wir gleich mal a little bit Burger. So, machen wir noch daraus Holzkohle. Dann machen wir nämlich gleich den ganzen Stack durch. Ich meine, bestimmt irgendwo noch was mit Holz, Planken, mäßigen. Vielleicht. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Theoretisch gesehen müsste das ja lang. Ach, wunderbar. So, gehen wir schlafen. Dann bereiten wir das noch vor und dann haben wir ein Stack Holzkohle. Eigentlich bräuchtest du das für Kisten. Brauchen wir das wirklich? So, 12 Emeralds, dann kommt das da rein. Kupfer kommt mit rein.
Krimskrams Gold. Dat, 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 dat. So, rein, 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 rein. Natürlich muss das Feuer dann ausgehen lassen. Kann ich aber schon mal reinlegen. So, jetzt beginnt das Klickorchester. So, aber nichtsdestotrotz an der Stelle kommentieren, abonnieren, liken, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, ich wollte nur noch mal kurz testen. Tschüss.